Das Klavichord ist ein sehr interessantes Instrument. Erstens war es Bach sein Lieblingsinstrument. Zweitens ist es tatsächlich der Vorläufer vom Klavier, weil die Saiten schon angeschlagen werden, nicht wie beim Spinett oder so gezupft. Man schlägt auf die Taste und eine Eisentangente schlägt an die Saite. Die Saite wird gekürzt. Auf der einen Hälfte erklingt der Ton, auf der anderen Seite ist die Saite abgedämpft, damit wirklich nur ein Ton klingt. Ja, dies ist ein gebundenes Klavichord. Das heißt, man spielt ja tatsächlich mit vier Tasten auf einer Saite rum. Der Nachteil ist, man kann die Töne nicht gleichzeitig anschlagen. Geht nur ein Ton. Das heißt, hier ist nur polyphones Spiel möglich an dieser Stelle. Deswegen gebunden. Ja, jetzt können wir mal rätseln, warum das dem Bach sein Lieblingsinstrument war. Ich weiß es noch nicht so richtig. Auf alle Fälle ist das Klavichord im 14. Jahrhundert schon erwähnt, diente damals auch so als Reisekeyboard. Ja, man sieht das schon, ist sehr klein. Und es ist sehr, sehr leise. Sehr leise. Nicht geeignet für Konzerte, aber zum Üben schon. Vielleicht war das ein Bach sein Lieblingsinstrument, weil er hatte ja einige, viele Kinder. Und auf dem Klavier wäre das vielleicht doch zu laut gewesen, wenn er da nachts geübt hat und komponiert hat. Ja. Wer da was herausfindet, kann sich gerne an mich wenden. Also mich interessiert nach wie vor, warum war das Bach sein Lieblingsinstrument? Hier eine kleine Demonstration.